Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Thun. Wir haben folgende zwei Beiträge für eure Sendung. Der Golf- und Country-Club Blumisberg hat eine neue Präsidentin und die Meister 4 von IB. Jacqueline Riefel ist am Wochenende zur neuen Präsidentin des Golf- und Country-Club Blumisberg gewählt worden. Was das sie alles möchte verändern, hat sie an Ben Abeckle im Interview erzählt. Jacqueline Riefel, Präsidentin des Golfclub Blumisberg. Das Gefühl bei euch, was löst das aus? Noch so speziell. Es ist noch nicht so lange her, dass man mich angefragt hat. Erst knapp 4 Wochen. Es ist sehr viel gegangen in dieser Zeit. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht und bin schlussendlich zum Entscheid gekommen, mal, ich würde die Herausforderung gerne annehmen. Jetzt dir als Präsidentin, wollt ihr den Club in diesem Sinn ein bisschen umkrempeln oder aufpolieren? Ich habe einfach auch festgestellt als Mitglied, dass wir hier einen wunderbaren Platz haben, einen der schönsten in der ganzen Schweiz. Wir haben ein kleines Paradies, wir haben ganz tolle Mitglieder, aber man stellt so manchmal wieder fest, wir haben manchmal auch einen leeren Platz. Also da dürften gerne noch etwas mehr Leute kommen, wir dürften auch etwas mehr Gäste empfangen, wir dürften mehr Mitglieder haben. Und so gibt es das eine oder andere, wo man doch mit den Jahren vielleicht ein bisschen Bühle bekommen hat oder ein bisschen Lack abgefallen ist und wo man wieder ein bisschen aufpolieren könnte. Und man kann ja sagen, Sport ist allgemein ein wichtiges oder grosses Thema in eurem Leben. Das ist richtig. Ich war nie Spitzensportlerin, aber ich habe immer mich sehr, auch für mich selber, für den Gesundheitssport eingesetzt, weil ich einfach merke, dass mir das gut tut, wenn ich regelmässig rausgehe, die frische Luft, gehe Nordic walken, gehe joggen, gehe Langläufe im Winter oder eben jetzt seit 7 Jahren auch Golf spielen. Und in diesen 7 Jahren auch schon ein Hole-in-One gemacht? Ja, ein Hole-in-One, das sind auch die Zufallstreffer. Das heisst nicht, dass man gut Golf spielen kann, sondern bei einem Paar 3 und dann hat man einen schönen Abschlag und dann ist er einfach ins Loch hineingerugelt. Wir bleiben gerade in Bern. Gestern hat IB mit seinen Fans den 16. Meistertitel gefeiert. Wie die Fans die 4 gefunden haben, hat der Ben Abeckle für uns Erfahrung gebracht. Ja, nein, mega cool. Wir freuen uns, dass wir das jetzt nach einem Jahr wieder dürfen machen. Letztes Jahr leider ohne Titel, aber jetzt sind wir parat. Es macht Spass. Schön, wieder hier zu sein. Das 5. Mal in 6 Jahren, ist ja das noch etwas Spezielles? Ja, also es ist klar, 2018, der 28. April, das toppt niemand. Dann war die Stimmung wirklich gewaltig. Letzten Sonntag, als der Schlusspfiff gefallen ist, war auch sehr schön. Es ist ein bisschen ruhiger zu und her gegangen als jetzt vor 5 Jahren, aber gleich sehr cool. Es ist klar, nach 5 Jahren, wir wissen langsam, wie es geht. Wir sind routiniert in dem. Ja, es ist natürlich sehr cool, wenn man jetzt hier mal rumschaut. Endlich mal wieder so viele Leute auf einem Haufen, die einen Meistertitel feiern können. Nach dieser langen Zeit. Auf der anderen Seite ist noch Cup-Final. Also feiern heute ja, aber immer noch ein bisschen ausmachen, wenn wir den 2 Cup auch noch haben. Auf was freut ihr euch am meisten? Ja, ich denke schon auf einen Fanmarsch. Ja, dort sind alle Fans noch singen und dann ist einfach noch ein Konzert. Aber morgen haben wir leider wieder Schule. Es ist immer wieder etwas Spezielles, Meister, Schweizer Meister zu werden. Nein, es wird nicht zur Gewohnheit, weil wir auch schon schlechtere Zeiten hatten. Die Verpassungen, Meistertitel, die tun mir und persönlich recht weh. Umso schöner ist, dass wir das jetzt hier noch feiern können. Schade, es ist ein Sonntag und wir morgen müssen morgen bügeln. Aber ja, das Wetter fühlt nicht so mit. Dafür tun wir uns unser Herz erwärmen mit ein bisschen Bier. Mhm. Warum ist eigentlich IB verdient Meister oder auch die beste Mannschaft? Zuerst mal, weil wir die Band sind, das sind alles geile Siechen. Und das Zweite ist, die sind halt überragend. Seitdem der Speicher dabei ist, läuft einfach der Laden.
Ob es weiterhin so bewölkt bleibt, erzählen euch im Anschluss Kollegen von Meteo News. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Informationen zu den einzelnen Beiträgen findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch. Ich danke euch vielmals für zuzuschauen und wünsche euch einen ganz schönen Abend. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Herzlich willkommen bei Ihrem Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern zum Start in die neue Woche. Heute sind wir von vielen Wolken begleitet worden. Dazu hat es ein paar Schauer und am Nachmittag ein bisschen Sonnenschein gegeben. Und eins vorweg, es ist weiterhin keine stabile Hochdrucklage in Sicht. Morgen, da gelangen wir im Bereich von einer sichtbildenden Tiefdruckrinne, darin eingelagert, erreicht uns in der Zweitageshälfte ein okkludiertes Frontensystem. Es zieht in der Nacht dann ostwärts durch. Ja, am Dienstagmorgen gibt es lokal ein paar Nebelbänke, die sich rasch lichten. Davon abgesehen gibt es einen freundlichen Mix aus Sonne und ausgedehnten hohen Wolkenfeldern. Also nicht strahlend schön, aber ganz okay. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung zu und gegen den Abend müssen wir vom Jura her aufkommenden Regen auf dem Radar haben. Die Temperaturen liegen am Nachmittag im Sendegebiet um die 19 bis 21 Grad. Ein Ausflug im Bergach kann man planen. Am Dienstagvormittag ist es oft nur freundlich. Am Nachmittag müssen wir zunehmend aufkommende Regengüsse auf dem Radar haben. Begleitet werden sie auf den Bergen von einem mässigen Südwestwind. Ja, wagen wir einen Blick in die Aussichten. Die Eisheiligen starten diese Woche am Donnerstag ja auch noch. Der Mittwoch zeigt sich zunächst stark bewölkt und aus der Nacht heraus oft noch nass. Schnee gibt es bis 1700 Meter. Tagsüber Landschauer nah und es gibt vermehrt Auflockerungen im Oberland. Da gibt es am Nachmittag noch viele Wolken und letzte Schauer. Danach geht es nach aktuellen Modellen weiterhin veränderlich und mit Unterbrechungen immer wieder nass weiter. Ja, das war schon wieder Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Zeit. Ade miteinander.